Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Darkest Dungeons. Ja, wir sind jetzt in, ich weiß gar nicht, in welcher Woche sind wir denn? Ich glaube Woche 9 wären wir. Und wir werden uns mal neue Leute ranholen. Ich will die Grabräuberin auf jeden Fall dabei haben. Sie ist Waldabenteurer, Heilertalent und dementsprechend Hagiomanie ist ihr, ja, Tick, besessen von Heiligkeit. Ja, wie nennen wir sie denn? Grabräuberin. Es ist schwierig. Ach komm. Wir nennen sie. Das ist jetzt schwierig. Komm, wir nennen sie Ashe. Wie die neueste Heldin von Overwatch. Ashe kommt mit in die Bereich. Und wir haben neuen Unhold. Wir hatten da doch jemanden auf der Liste. Ach ja. Der Unhold. Einmal dickes Blut, Widerstand gegen Gifthauch. Auflösung trinkt niemals im Dorf. Nervenbündel. Präzision gleich minus 5. Das ist natürlich nicht sehr präzise. Aber wir werden ihn einfach mal Schurke nennen, weil wir den noch auf der Liste hatten, den Schurken. Der Schurke ist nämlich tatsächlich noch, der Name ist sogar tatsächlich noch auf der Liste gewesen von euren Vorschlägen, beziehungsweise vom Vorschlag vom Onkel Alex, der mir komischerweise als einziger immer wieder mal ein paar Vorschläge schickt. Finde ich schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil je mehr mitmachen, desto lustiger kann es werden. Ne? Okay. Hatte ich jetzt eigentlich noch? Ja, Dog, ne? Wen haben wir da? Ich würde sagen, wir lassen das bei denen so weit. Okay. Dann müssen wir natürlich unsere Stressleute hier ein bisschen kurieren. Josh, der will ins Bordell. Dann soll er im Bordell glücklich werden. So. Rambazamba. Launhaft erleuchtet, will nur meditieren. Okay, meditieren ist Kirche. Rambazamba, geh mal meditieren. Exo ist, ja, den können wir reinschmeißen, wo wir wollen. Den schmeiße ich mal in die Geißelung schnell rein. Gut ist. So. Okay. Dann aufbrechen. Also, ihr habt letzte Folge ja gesehen, das eine Vieh ist nicht gerade nett zu uns. Legendärer Armschutz, das ist nett. Habe ich eine Barbarin? Ich habe gar keine Barbarin, ne? Nö, habe ich gar nicht. Schade. Hier ist auch alle Dings. Drei heilige Relikte. Amulett des Kreuzfahrer. Das wäre halt Nekromanten-Lehrling. Ich weiß nicht, ob wir den schon hinkriegen. Allerdings könnten wir es mal ausprobieren. Einfach mal ausprobieren, ne? So, wir brauchen auf jeden Fall jemanden vorne, der ordentlich was drauf hat.
Warte mal, Onkel Alex ist ja auch da, ne? Der ist ja auch da. Bis auf das Ding kann er ja dementsprechend. Beziehungsweise wir haben ja auch noch Ulala. Ash kommt dahin. Ulala geht nach hinten. Dann würde ich sagen, Lord vielleicht noch rein. Beziehungsweise ich könnte auch Doc vielleicht drin haben wollen. Nee, warte mal, Onkel Alex kommt da mit rein. So, und dann brauchen wir jemanden mit Power. Deswegen kommt Wolfi mit. So. Und dementsprechend werden wir uns nämlich jetzt diesem Boss annehmen. Eine Schaufel nehmen wir. Ach so, eine Schaufel haben wir ja schon. Ja, was können wir denn mitnehmen? Ach, wir gehen, wir brechen so auf, Leute. Herr über Leben und Tod zu sein, war die früheste Bestrebung. Meine Anfänge waren bescheiden, mein Ehrgeiz. Okay. In the leg of a dead rat. Memorien der Vorfahren, der Nekromant. 1 von 3. A devil walks these halls. Only the Ach du Scheiße. Auch noch so ein so ein langes Ding. Also wir gehen erstmal hier hoch. Dann hier rüber. Hier so auf der Höhe würde ich dann eventuell das Lager aufschlagen, so dem oder dem, je nachdem. Und dann hier runter und dann hoch. Ne? Nur, dass ihr da so ein bisschen wenigstens wisst, was ich da vorhabe. Oh, schön. Eine Fackel nehme ich gerne mit. Autsch. Natürlich direkt reingerannt in den Dings, in eine Falle. Okay, wir gehen hier hoch. Je mehr wir mitnehmen können, desto besser. So. Okay, 60, 90, 60, 90. Also macht sie das entschärfen. Zack. Ab in den nächsten Raum. Zack. Einen bleibenden Effekt. Waldforscher ist er jetzt. 2 Büsten nehmen wir mit. Nehme ich gerne mit. Ab auf die Suche nach den Nekromanten. So. Da oben ist noch ein Räumchen. Tödliche Krankheit. Schleichender Husten. Na toll. Der schleichende Husten. Minus 20% Schaden. Autsch. Kommt gar nicht gut. Natürlich. Ihr wollt gleich auf unsere Heilerin. Wisst ihr was? Wird nichts. Zack. Vergiftet. Zack. Ein Critical. Zack. Zurückgestoßen und betäubt. Super.
Zack. So. Okay, entsetzliche Beschwörung. Wow. Ist das entsetzlich, diese Beschwörung. Okay. Zack. Zack. Er hat widerstanden. Eine Gruppenheilung. So. Zack. Nummer 1. Haha, ausgewichen. Haha, ausgewichen. So. Zack. Gleich mal ein bisschen vergiften hier. Schade. Aber geschwächt. Autsch. Patz. Gleich mal hier. Gruppenheilung. Daneben. So. Zack. Und weg. Ist er. Einmal nochmal schöne Gruppenheilung. Und zack, weg ist der auch. So, wir haben 2 Onyx und ein Citrin. Weiter geht's. Natürlich essen. Essen ist wichtig. Essen ist wichtig. Okay, wir haben hier einen Kultistenschläger. Wir haben einen Knochensoldat, einen Kultistenanhänger und... Oh, scheiße, sie wird ausfällig schon wieder. Und ein Knochenabballist. Okay. Erstmal ihn da. Damit er vergiftet ist. So. Autsch. Selbstheilung um 5. So. Zack. Na scheiße. Widerstanden. Zack. Schön erstmal voll heilen. Autsch. Okay. Na komm. Ja, daneben. Komm. Zack. Nächste vergiftet. Aua! Kannst du doch nicht machen. Ist doch nicht cool, dass du deine eigenen Leute hier angreifst. So. Zack. Wow! Eine Nullheilung. Oh Gott. Eine Nullheilung. Das ist... Ah, uncool. Sag ich nur, uncool. Nullheilung ist echt uncool. Na komm. Natürlich. Ein Elfer-Crit. Das ist Hälfte des Lebens. Übertreibt man nicht. Leute, übertreibt man nicht. So, der nächste, der vergiftet werden darf. Ja, schön. Schwelle des Todes. Lass mich raten, sie wird, Ulala wird als nächstes sterben. Darf ich jetzt auch mal wieder sein? Ja. Oh, gibt's doch nicht. Heil sie. Nein, du solltest sie heilen. Gruppenheilung. Oh, wenigstens so. Zack. Ein Lebenspunkt. Ein fucking Lebenspunkt.
Ah, oh Gott. So. Sag. Nummer 1. So. Natürlich. Natürlich. Und? Ich wollte gerade sagen, und? Bringst du jetzt zu Ende? Ja, eine Zähneheilung. Geht doch. Puh. Gott sei Dank. Und ich meine mal, das ist noch nicht mal das Schwierigste hier in dieser nervtötenden Runde. Gruppenheilung. So. Zack, eine 12er Heilung. Das ist gut. Zack. Einmal Giftlist. So. Okay. Autsch. Gruppenheilung. So, damit haben wir den nächsten platt gemacht. Und zack, der letzte. Na bitte, geht doch. So, 350 plus Jade plus Porträt. Das ist doch schon mal was. Na komm. Ist zwar eigentlich gesichert, aber natürlich Gift auch. Drei Schaden pro. 6 Schaden. Müssen wir so hinnehmen. So, jetzt können wir aber wenigstens wieder zurückrennen. Da wir da die Ecke fertig haben. So, in dem Raum werde ich mal ein Lager aufschlagen. Im einen Raum. So, weiter. Na komm. Ich weiß, ein Kampf erwartet mich noch vom Lager mindestens, weil hier, da steht ja Kampf. Huch, ein Kampf. Oh, ein paar Maden und ein Speier. Die sind ja nicht, haben nicht so viel Lebenspunkte. Das ist wenigstens gut. Oh, die hat. Ah, Ash hat jetzt Durchfall. Na toll. Und ist betäubt worden. Natürlich. Daneben. So, du heilst dich mal selber. Zack. Du machst mal eine Gruppenheilung raus. Zack. Und ein Lebenspunkt schon wieder. Zack. Auch schon wieder ein Lebenspunkt. Gibt's doch nicht. Zack. Fackel. Okay, das sollte ich vielleicht lassen, wenn da Fackel minus steht. Daneben. Gruppenheilung. So. Autsch. Uncool. Dafür kriegst du ein Messer ab. So. Und ja, komm, hier, zack. So, vier Wappen und 250 Gold. So.
Zack. Vitrine aufgebrochen. So. Okay. Und dann erstmal ein Lager machen. Natürlich. Ja, komm. Minus Stressschaden. Stress erhöht. Wird um Stress erhöht. Stressschaden. Gläubig Stress. So, das ist nur für Dings. Okay, dann machst du das mal auf sie. Alle Gefährten sind neu. So. Krankheit. Oh, kann tatsächlich eine Krankheit entfernen. Warte mal, ich weiß gar nicht. Hat noch jemand irgendwie eine Krankheit gerade? Ja, hier, ne? Ich könnte das natürlich einsetzen jetzt um... Na, bringt nichts. Vorratsging. Oh, Heilkräuter nehme ich gerne. So. Ja. 15. Komm. Ich kenne ihn, er wird sich beruhigen. Bietet es wohl Stein an. Okay. Dementsprechend war's das für diese Folge. Aber keine Angst. Ich werde das jetzt folgendermaßen machen. Ihr könnt mir zwar bis zur nächsten Woche wieder in die Kommentare Namen schreiben, je nachdem, was für welche Leute ihr da so Namen hättet und so. Ich werde jetzt allerdings noch eine Folge jetzt hinten ranhängen, nochmal aufnehmen. Also sozusagen die, die jetzt nächste Woche Samstag kommt, um diesen Dungeon hier fertig zu machen. Und dementsprechend sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Seid gespannt. Vielleicht kriege ich die Nekromanten hin. Vielleicht nicht. Man weiß es nicht. Aber es bleibt spannend. Also, tschüss, ciao. Euer Livos. Kisan.